Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 22. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel, und zwar dem Spiel gegen Stahl Milek. Da wollen wir natürlich gewinnen. Wollen wir noch nicht so nehmen, aber ansonsten war es das. Sonst sind wir ja weg vom Fenster. Na dann, auf geht's ins zweite Match. So, auf geht's. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Durch das Spiel begleiten Sie Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und es geht heute um ein Spiel am zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Genau so. Das dürfte eine hochinteressante. Ach, die Dinger auch in weiß. Ne? Ich hätte es ein bisschen erinnern können. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Geht ja immerhin um einen Titel, darf man nicht vergessen. Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team, und da gleich mal mit einem Titel in die neue Saison einzusteigen, das ist es halt, ne? Man will natürlich was reißen, man will natürlich ein bisschen was zeigen. Und dazu muss man halt ein bisschen was heute mal bringen. Das ist natürlich ein guter Pass. Geht der auf Abseits oder sagt er, nö, ist nicht kein Abseits? Gefährlich jetzt. Oh, man hat die erste Riesenchance. Der Capitano. Capitano. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Boah. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf dem. Ja, nicht nur wir. Nicht nur hier, sondern auch wir hatten den ersten Fisch. Auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt. So wie zuletzt in seinem Doppelpack. Gut geklärt, das war wichtig. Aber dieser Ball kommt direkt Postfans zurück. Jetzt haben wir ihn. Nächster Riesenchance. Also die, wir haben momentan die größten Chancen hier. Haben schon zwei, drei wirklich gute Situationen gehabt. Aber noch nichts passiert. Und gibt's jetzt die Führung? Na gut, kein Löst da. Hab dich. Das ist so Kotzen. Du kriegst, du hast die ersten drei Chancen, kriegst die Dinger nicht rein. Und der Gegner haut so einen Sonntagstorschuss raus. Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschaut. Ach, was für gnadenlos gedrängt. Die haben die erste Torschuss gehabt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Bauer. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Ecke in die Mitte. Die Ecke kann er abwehren. Ah, Mann, ist das ärgerlich. So ein scheiß unglücklicher Rückstand, weißt du? Hast das Spiel eigentlich gut im Griff da vorne? Hast die Chance, aber kriegst die Dinger nicht rein und dann hau die so einen Sonntagstorschuss rein. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Gefährlich! Wird's jetzt gefährlich? Jetzt kommt der Schuss! Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Da kommt die Ecke. Ja, ganz energisch, Ball ist raus. Das macht er gut. Ja, guter Ball, guter Seitenwechsel. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Da hat er die Chance. Gehalten,
Oh, so darfst du nicht spielen und so. Ha. Ah, verschenkst du diesen Angriff. Gute Chance eigentlich zu erhöhen. Der Ball kommt rein. Meier. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt wird's gefährlich. Das war eine richtige. Eigentlich ist man jetzt ein bisschen unter Zugzwang, weil man muss ja natürlich dieses Spiel immer noch gewinnen, damit man überhaupt nicht. Weil mit zwei Niederlagen aus den ersten beiden Gruppenspielen braucht man gar nicht erst weiterzugehen. Dann kann man nämlich das letzte Spiel getrost ohne Fortuna gehen. Es gibt die Ecke. Vergiss es, es gab Abstoß. Man hat natürlich die Chancen so ein bisschen. Man druckt, aber eben, das ist das Problem an der Sache. Hacini. Tor! Ausgleich! Und das ist der verdiente Ausgleich. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. Schöner Ball von der Tini da vorne rein und dann ist es der Ausgleich. Hier. Einseits wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja. Auf jeden Fall mal ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Das war jetzt. Bam. Ah. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Wie gesagt, der Gegner hat im ersten Spiel gewonnen mit 3-0. Gutes Take-Back. Klar, gibt Einwurf. Einwurf für Stall. Vielleicht die Führung jetzt. Doch, Glück gehabt. Gut abgeblockt. Jetzt vielleicht der Konter zu setzen. Hier nochmal über Schwarz. Dann auf den Torschützen. Schumacher, der Kapitän. Ganz außen. Hat man leider nicht hingekriegt. Schade. Nur eine Minute noch Nachspielzeit. Dann ist hier Schluss. Jetzt der Schuss. Ja, jetzt holt man es mich in der Ecke. Ist ja vielleicht mehr drin gewesen. Gibt Ecke, oder? Ja. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Gut geklärt, das war wichtig. Klasse Vorstoß, da müssen Ma. Sie aufpassen. Da können Sie den Ball. Die Flanke war gut, aber naja, 1-1 immerhin. Man hat immer Druck geschafft. Man ist ja eigentlich ziemlich gleichwertig oder einen dicken besser und das 1-1, ja. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Mal gucken, was er macht in der zweiten Halbzeit, was er dann in der zweiten Halbzeit macht. Agesch hat das Spiel, erste Spiel ja gegen uns gewonnen. Er macht natürlich jetzt erstmal mit dem zweiten Sieg den nächsten Schritt. Aber wir sind ja noch nicht aus dem Turnier raus. Mit diesem 1-1 wäre es noch nicht vorbei. Aber zumindest einen Punkt muss man holen, damit man weiter. Damit man ein bisschen weiter träumen kann. Aber gucken, wie gesagt, alles, was drin ist. Schöner Ball auf. Schwarz. Schwarz. Ah, zu seiner Rückraum. Das wäre gefährlich gewesen. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Nein, nein, nein. Das war riskant, aber es war kein Foul. Jetzt wird hier gewechselt. Ecke kommt rein. Kopfball neben das Tor war eigentlich kein schlechter Versuch. Hm. Gut dazwischen gegangen. Nein, er ist zu weit. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Damit den Ballbesitz, alles sehr ausgeglichen und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder, bisher unentschieden.
Ja, schöner Ball. Ja. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und die Möglichkeit. Man hat die dicke Chance. Auf der, man muss gewinnen, damit man da, dann weiß man, dass man im letzten Spiel besser dasteht. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Na, was Abschluss? Es gibt keinen. Ja, Klosch. Der Torschütze. Gibt da schon einen. Ja, man muss weiter natürlich Druck bleiben. Man muss natürlich weiter dranbleiben. Und vielleicht mal. Der Verteidiger stört ihn. Kluger löst da jetzt mal. Schwarz. Schumacher. Er kann es machen. Tor, nein! Man hat die dicken Chancen, hier in Führung zu gehen. Da habe ich eigentlich fast drin gesehen, den Ball. Das ist auch schon der Torschrei. Deswegen auch der Torschrei schon. Aber das war zu früh. Leider. Was macht er draus? Ja, schön dazwischen gegangen. Chance zur Flanke jetzt. Hab dich. Ball ist erstmal wieder weg. Chance zum Konter jetzt. Jetzt der Baller vorne in die Sprungspitze. Der hat bleibt seine. Oh Mann. Es wäre mittlerweile sowas von verdient, in Führung zu gehen hier. Hat alles gestimmt beim Konter? Naja, fast alles. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Es ist zu wenig alles noch. Man muss es sagen, dass es jetzt beim 1-1 eigentlich nicht getan ist. Es muss jetzt mal langsam irgendwie ein Torschuss passieren. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Gutes Technik. Pacini. Guter Vorstoß da jetzt. Ha! Nein, den hat der Keeper. Ich habe zu spät reagiert, dass der. Oh nein, ist der weit vorbeigegangen. Vielleicht hat er ihn genau damit das Unentschieden gesichert. Ja, definitiv. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn Sie jetzt treffen, gewinnen Sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Nein, Mann! Was geht denn da kaputt? Befürchte, war der noch dran war, oder? Nee, war der nicht. Oh, Mann! Es war so mittlerweile sowas von verdient, in Führung zu gehen. Mann, ist das ärgerlich. Kotzt mich das gerade an. Es wäre sowas von verdient, in Führung zu gehen. Auf vier Wechsel hatte ich jetzt doppelt. Er geht weite Wege. Sie gehen dazwischen. Schwarz, der über rechts außen sich durchsetzen kann. Gute Chance für eine Flanke. Da fangen sie den Pass an. Das ist zum Kotzen, ne?
vielleicht die Konterchance. Und jetzt bitte nicht irgendwie noch so ein blödes Ding reinkriegen. Super Volley, aber kein Tor. Und das wäre sowas von unverdient, hier in den Rückstand zu geraten. Jetzt könnte die Flanke kommen. Jetzt zieht er in die Mitte. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Das ist zum Kotzen. Das Spiel ist aus, das war's. An diesem Unentschieden ändert sich hier also nichts mehr. Ist das unverdient? Doch. Definitiv hat das Ding einen Sieger verdient gehabt. Und zwar nur uns. Weil das Ding hätte man nicht gewinnen müssen. Es tut richtig weh. Es tut richtig weh, dieses nur Unentschieden spielen zu müssen. Geht nur bei uns, ey. Wenn wir gucken mal auf die Torschussstatistik. 13 zu 7 Torschüsse. Das Ding war so gnadenlos überlegen, aber es ist halt das Problem. Machst du vorher die Tore nicht, ne? So, ja, dann würde ich sagen, mal feiern. Wir sind dann in der nächsten Folge wieder mit einem Sieg. Wenn wir jetzt Tunesi schlagen und Age schlägt San Milek. Oh Gott, das, ja, das ist zu viel Hass wäre, wenn. Ich denke mal nicht, dass wir weiterkommen. Das war eigentlich jetzt mehr oder weniger. Wir müssen 6 Tore aufholen, damit wir weiterkommen. Das Ding war so ein Big Point. Das hätten wir sowas von gewinnen müssen. Na gut. Nichts ist unmöglich. Wir schauen, ob wir es schaffen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und hoffen auf die allerletzte Chance.